Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dismantle. Wir sind zurück. Oh, das sind zwei. Mit der nächsten Folge. Eine Folge, zwei Folgen werde ich auf jeden Fall noch machen, denke ich mal. Mal gucken. Ganz cooles Game tatsächlich. Macht sehr viel Spaß, das zu spielen. Auch wenn es sich ab und zu tatsächlich ein bisschen wiederholt. Jetzt gerade bei den gleichen Gegnern immer wieder und drum und dran. Wir werden, keine Ahnung, noch 2 Millionen von denen töten. Aber macht tatsächlich sehr viel Spaß. Das einzige Nervige ist, dass etwas tatsächlich sehr kleine Inventar, was man eigentlich hat. Wir gehen mal ganz kurz zur Kiste. Hier müsste eine sein. Jo, hier ist eine. Können einmal ganz kurz zur Kiste. Wieder zurück. Das ist das Einzige, was ein bisschen nervig ist. Ein etwas größeres Inventar. Klar, man kann es vergrößern. Ist allerdings schon relativ aufwendig. Gerade die Fälle und so weiter. Die muss halt erstmal droppen bei den Tieren. Wenn man... Achso, das sind die Questdinger. Und ja, wir haben eine Quest vor uns. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Ich würde gerne mal gucken, ob ich hier tatsächlich irgendwo... Nee, hier einen Schatz ausgraben kann. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal geradeaus weiter. Oh, hi. Können wir uns? Ja, oder? Ciao. Ach, guck mal. Fell. Sehr schön. Okay, von den Wölfen kriegen wir auch Felle. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich den Trick anwenden. Wir gehen schlafen, der respawnt wieder. Und wir können ihn erneut killen. Das wäre tatsächlich machbar. Die wir uns gleich sehen. Ready up. So. Ah, guck mal hier. One hit. So, nächster. Sind wir hier richtig? Genau. Und hier oben müsste nach Adam Riesling... Oh, das hat zugehauen, oder? Ah, nur ein Knochen. Schade. Okay, ist Zufall, ob auch da ein Fell rauskommt. Fell ist grün, Knochen ist blau. Wir kriegen trotzdem irgendwie... Ah, guck mal, wenn... Ja, das, also bitte. Sind wir jetzt da, wo ich hin wollte? Genau da. Oh. Oh, da ist noch ein Wolf. Gut, wir sind tot. ja, ich habe noch versucht, die Waffe zu wechseln. Jetzt sehen wir mal, was passiert. Okay, wir kommen am Lagerfeuer wieder raus. Ja, aber ich dachte, das ist bei mir so eine... Okay, hier. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir tatsächlich woanders wieder rauskommen. Unser Material ist allerdings weg, was wir jetzt hatten. Aber gut, das war jetzt nicht so viel. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir bei dieser Gruft wieder kommen. Wozu ist sonst diese Gruft da? Dieses Rätsel gehört noch gelöst. Allerdings gehen wir jetzt erst nochmal da runter. Klar, ich will da jetzt noch buddeln. Die Wölfe sind tatsächlich relativ gefährlich. Wie gesagt, schnelle Gegner, die setzen mir so eigentlich am meisten zu. Die anderen Gegner, das geht eigentlich. Also, sie sind jetzt nicht so schwer. Schnelle Gegner sind ein bisschen ekliger. Hier auch. Können wir beispielsweise so machen. Hier können wir auch mal so machen. Powerschläge müssen wir immer wieder kurz aufladen. Also, wir können nicht zwei Powerschläge schnell hintereinander machen. Ab und zu geht's. Ab und zu aber auch nicht. Fort. Ein Fort ist da noch in der Nähe. Okay. Da sind wieder die beiden. Den können wir so direkt aus dem Leben pusten. Jetzt ging der Powerschlag wieder nicht. Jetzt geht er wieder. So. Nein! Ich komme ab und zu leider irgendwie auf Rechtsklick. Das ist ein bisschen doof tatsächlich. Hier oben links müssen wir. Oh, was? Au! Willst du mich verarschen? Okay. Ich habe das nicht gesehen, dass ich hier nicht weiterkomme wegen dieser scheiß Schranke. Ey, ich bin die ganze Zeit, wir sind jetzt die ganzen Folgen nicht ein einziges Mal draufgegangen. Und jetzt zweimal hintereinander. Läuft bei uns. Ich habe diese Kackschranke nicht gesehen. Dass ich da nicht weiter... Hängt auch fest. Dass ich da nicht weiterkomme. Frechheit. Heute. Wir haben noch mehr Material wie das eingesammelt, oder? Okay, jetzt darf man das Ganze nochmal machen. Da liegt noch ein Knochen. Okay, das Zeug despawnt zumindest nicht.
Ja, klar. Gegner sind jetzt wieder respawned. Hier sind es mittlerweile immer zwei. Haben wir jetzt auch wieder erwischt, weil er mit einem Lebenspunkt gerade überlebt hatte, der gute Mann. Man hat's nicht leicht. Okay, diesmal gehen wir gleich da lang. Ah, guck mal, da ist er wieder. Kamerad Schnürschuh. Hahaha. 102 Schaden hat das gerade gemacht. Es ist völlig sinnvoll, vor denen wegzulaufen. Das Problem ist, dass sich der Charakter, sobald ich irgendwie die Kamera falsch in der falschen Position habe, das sind halt drei Wölfe. Sobald ich die Kamera in der falschen Position habe, ist da nichts mehr mit weglaufen, leider. Das Problem ist, ich muss natürlich dann in die Richtung weglaufen. Die Kamera ist in die richtige Richtung gedreht. Er schlägt aber in die falsche Richtung, beziehungsweise läuft in die falsche Richtung. Die Hunde sind schneller wie ich. Es ist ein Krampf. Oh, bitte macht irgendwas gegen diese Hunde. Oder gebt mir einen Flammenwerfer oder Gott, wer weiß was. Das ist ja mega anstrengend. Und wir können immer nur einen Powerschlag machen und einen normalen Schlag machen anscheinend. Immerhin kriegen wir unser Zeug wieder, aber es ist halt nervig zu sterben. Einfach ich sterb so unglaublich ungern in Survival Games. Okay. Ich muss im richtigen Moment zurücklaufen und zuschlagen. Jetzt sage ich alle drei. Aber wieso sind da drei Stück? Willst du mich verarschen? Boah. Ich will doch nur hier die blöden Schatz ausbuddeln. Wenn wir allerdings sterben, ist unsere andere Leiche... Also wir haben immer anscheinend nur eine Leiche, so wie es aussieht. Ich will doch hier nur buddeln. Also, Schatzsucher, Eisenbarren haben wir gefunden. Geht doch. Ey, drei Wölfe. Hier. Ist schon. So, Schatz haben wir gefunden. Wird auch markiert, ist ganz cool tatsächlich. Hier unten haben wir ein Haus. Ich würde gerne zu dem Obelisken. Das heißt, wir gehen jetzt hier zurück. Alter Verwalter. Da können die mich aufregen. Komm hier. Ist das richtig? Ja. Cool, wenn wir auch die Kamera ein bisschen weiter drehen könnten tatsächlich. Hui. Das zählt aber nicht als Schatz, oder? Nee. Ab und zu, ich glaube, wenn man... Das ist so ein bisschen wie bei... Zelda, unter anderem, dass man hier einfach weiter... Das ist auch unfair. Dass er mit dem zweiten Schlag noch einen Lebenspunkt hat und mich natürlich dann nochmal trifft. Ich will jetzt nicht wieder drauf gehen hier. Ich habe es geschafft, mich nicht ein einziges Mal treffen zu lassen über, keine Ahnung, 3-4 Folgen lang und jetzt sterbe ich hier am laufenden Band gerade. Ich glaube, ich werde nachlässig. Ich will zu den Mobilisten einfach nur... Ich will mal ein Ding angucken. Mysteriöse Obelisken. There are strange obelisks all over the island. Find out if they could be useful somewhere. Okay, wir sollen rausfinden, inspiziere drei Stück und wir sollen rausfinden, was man mit denen machen kann. Kriegen dafür 5000 Erfahrungspunkte. Wir sollen eigentlich drei Stück finden. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwo auf der Insel schon mal solche Obelisken gesehen zu haben. Okay, wieder eine Quest. Das heißt, wir sollen Obelisken finden, die uns... Verbindungsrelais. Ja, da müssen wir hin, da müssen wir auch hin. Verbindungsturm. Als nächstes glaube ich tatsächlich, ich würde, ja, nach oben vielleicht. Richtung Farm. Ich würde gerne mal wissen, nämlich, ob unser Zeug hier dann wächst, was wir angepflanzt haben. Das heißt ja, wieder zu. So, ich sollte mehr von ihnen untersuchen. Ja, das ist ein guter Plan, mein Freund. Das ist ein guter Plan. Runterfallen diese Schluchten können wir übrigens auch. Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber da es keine richtige, also da es nicht irgendwie eine Alpha-Wand gibt oder wir da nicht irgendwie stehen bleiben, sondern tatsächlich sehr nah schon dran vorbeigelaufen sind, glaube ich mal, dass wir tatsächlich da drauf gehen könnten, wenn dem so wäre. Wir haben jetzt genug Leder, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Plastik. Muah, von hinten umgeknallt. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Plastik. Dann könnten wir tatsächlich, da liegt auch noch was. Können wir tatsächlich... Ich kann den Satz irgendwann beenden. Ah, nee.
So, denn eigentlich muss man nur zuschlagen, ausweichen. Okay? Zuschlagen, ausweichen. Ich finde das fies, dass der noch 3 Lebenspunkte hat oder sowas. Allgemein. So, das hier einsammeln. So, ich will eigentlich nur zur Scheune. Da ist sie. So, Hof der Familie. Danke, danke. So, einlagern. So, wir brauchen Plastik. Kiste übrigens nicht respawned oder irgendwas in der Richtung. Mal ganz kurz gucken. Das hier können wir auch zerlegen. Jo. Wir bräuchten nur Plastik. Ja, Plastik. So, könnten wir hier Rucksack. Ein bisschen Plastik fehlt uns noch. Wenn wir irgendwo Plastik herkriegen. Ach, guck mal, das ist gewachsen, oder? Ja, es ist tatsächlich gewachsen. Es ist schon größer geworden. Können wir... Was ist das hier? Ah, Blätter. Sind das? Sehr schön. Können wir ja gleich mal mit abbauen. Ach, guck mal, das Holzgestänge können wir auch tatsächlich abbauen. Blätter. Für irgendwas haben wir auch noch mal Blätter gebraucht. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr für was, aber für irgendwas war es auf jeden Fall. Was wir mal ausprobieren schnell, ist tatsächlich mal, wir werden mal kurz versuchen zu schlafen. Wir gucken mal kurz, was wir lernen können an Skillzeug. Taschenlampe können wir schon. Wie löse ich eigentlich die Taschenlampe aus? Blöde Frage. Ah, Keramik. Stimmt, hierfür war Keramik nötig. Hier unten in der Sichel zum Ernten lohnt sich auch Keramik unter anderem. Der Rest, alles unbrauchbar. Verbände. Ah, Stofffetzen, Pflanzenreste. Texalon. Ah, die füllen sich automatisch wieder auf, wenn wir am Campfire sitzen. Cool. Du hast einen weiteren Spezialgegenstand hergestellt. Du kannst mehr Spezialgegenstände anlegen und schnell zwischen ihnen wechseln, indem du 2 drückst. Okay. Okay, cool. Das heißt, wir können damit unser Leben wieder auffrischen, so wie es aussieht. Ich würde einmal schlafen. Wir können im Moment, da wir nur die 1er Stufe haben, des Schlafsacks 6 Stunden schlafen. Ah, cool. Man sieht das tatsächlich wachsen. Bonus ausgeruht. 18 maximale Trefferpunkte zusätzlich für die nächsten 5 Stunden. Cool. Ah, und die Karotte scheint ready zu sein. Erfinder. Ernten. Yeah. 3 Karotten haben wir bekommen. Quest abgeschlossen. Die erste Ernte ist erfolgreich und verspricht einen bestätigten Nachschub an Nahrung. Cool. Stufe 7 haben wir auch erreicht. Läuft bei uns. Bis auf die Tote. Naturbursche. Neue Weste. Ja, das Relais können wir bauen. Das will ich auf jeden Fall noch machen. Danach dürfte nichts mehr respawnen. So, wir können jetzt hier auf I gehen. Können auf das Gepäck. Wir haben leider hier noch nicht alles freigeschalten. Ist das eigentlich hier bei Accessoires? Nee. Dieser Gegenstand kann nur mit einem Lager abgelegt werden. Ah, okay. Ablegen. Aber tauschen können wir, oder? Ja, tauschen können wir. Ablegen können wir nicht. Okay. Ah, weil auch ein, okay, es ist auch ein Schloss dran. Wie kann ich denn jetzt hier auf Verbände beispielsweise wechseln? Mit 2? Geht gar nicht. 1, so kann ich jetzt wieder Karottensamen hier beispielsweise anpflanzen. Wir haben jetzt 3 Karotten bekommen, also wir haben eine Karotte gepflanzt, 3 Karotten bekommen. Das heißt, wir können tatsächlich halt die Karotten darüber vermehren. Können jetzt hier dann wieder auswählen, Schaufel. Ach, hier ist das. Okay, entweder Wurfmesser, Todespillen oder Verbände. Haben wir 0 im Moment. Wenn ich mich ans Lagerfeuer setze, hieß das nicht, dass ich da welche zurückkomme? So, wir haben eine Stufe Aufstieg. Kulinaria. Verzehr etwas Essbares aus deinem Gepäck, um Trefferpunkte zu regenerieren. Drücke F, um während des Spiels das Menü zu öffnen. Oh, F müssen wir ausprobieren. Sammler, doppelte Chance beim Sammeln. Materialtaschen. Gesamte Wirkung, wenn du das aufhebst. Materialtasche plus 2. Bauer, Pflanzenwachstumsgeschwindigkeit plus 20%. Cool. Wir nehmen Materialtasche. Und wir können jetzt hier Werkzeugsatz für Verbindungstürme herstellen. Mit Elektroschrott brauchen wir. Toolkit hat NRMS installed, Transmitter, du Link Tower, Transmitter. Mana Beats, Respawning Unable, Mana. Mana Beats? Was ist Mana Beats? Sind das diese Legende? Enable Getting Mana Beats. Okay. Standard Dietrich, Dietrich Kompass ab Stufe 10, Dietrich ab Stufe 12. Naturbursche, bräuchte man Stoff. Ah, hier. Schutz vor Kälte, Schadenblocken, Material. Oh, wieder Materialtasche plus 1. Erst so langsam läuft's aber dann in der Hinsicht. Denke ich mal. Haben wir jetzt Verbände dazu bekommen? Ja, 2 Verbände. Was ist, wenn ich jetzt hier. Ich kann mit 2 leider nicht wechseln, das ist ein bisschen nervig. Wir bräuchten hier einen weiteren. Schalt eine neue Position frei, indem du 4 Objekte aus dieser Kategorie herstellst. Du hast derzeit 3. Ah, okay, bei 4, also ein weiteres.
Ah, okay. Wir können uns entweder entscheiden, entweder wir nehmen Wurffässer mit oder wir nehmen Verbände mit, mit denen wir uns heilen können. Okay, wir können dann später, wenn wir jetzt noch einen weiteren Gegenstand haben, das wollte ich eigentlich nicht, dann können wir dementsprechend zwischen zwei wechseln. Also das heißt, wir können dann Messer mit uns führen und wir können Verbände mit uns führen, was schon ganz cool ist tatsächlich. So, wir brauchen Plastik. Ja, das ist Metall und Stoff. Plastik und Stoff. Stoff kriegen wir hier raus. Und Gummi. Oder Brecheisen beispielsweise. Bräuchten wir auch. Da ist noch eine Kaffeemaschine. Und Elektroschrott haben wir auch gebraucht für irgendwas. Können wir? Blöde Frage. Nö. Ah doch, können wir tatsächlich auch zerlegen, auch wenn wir daran kochen könnten. Okay, das können wir auch theoretisch zerlegen. Ja, Briefkasten selbstverständlich. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal weiter. Wir haben bereits geerntet, allen drum und dran. Also wir sind tatsächlich, wir sind ganz gut unterwegs. Mais dauert länger wie Karotten. Das können wir auch schon mal festhalten. Ich glaube, man kann tatsächlich, wenn man ein bisschen die Straßen meidet, auch die Gegner recht gut vermeiden. Kann ich mich? Nee. Okay, das hat mich leider schon gesehen. Die stehen leider irgendwie, es steht richtig. Uhaha. Wobei ich die gar nicht brauche eigentlich. Oh, wir sollten nochmal kurz Material weglegen. Was ist er? Was ist denn er? Okay. Vorsicht geboten. Können wir uns denn in den Baum verstecken? Alter, was ist mit ihm falsch? Okay, wir können uns tatsächlich hinter dem Baum verstecken. Ex-Human Chaser. Keramik. Kann man nicht einsammeln. Der hat so eine Klingenwaffe in der Hand. Strange ist Sache. Okay, immer geradeaus. Halt da lang. Cool, cool, cool. Also, wir merken, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Das hier nirgends. Ich bräuchte nur Plastik. Hier würde Plastik sein, oder? Gehen mal gleich da oben. Mal gucken, ob wir da noch irgendwie. Ah. Oh. Huh. Okay, das war der falsche. Okay, der nächste. Okay. Die sind jetzt Gott sei Dank nicht so schwer. Die Wölfe, tatsächlich drei Wölfe, sind um einiges schwerer zu besiegen wie die drei Kameraden. So, hier kommt wahrscheinlich wieder ja, Stoff, okay, raus. Kam, glaube ich, auch schon mal Plastik raus. Da sind wieder irgendwelche Pilze. Das mit dem Kochen jetzt gerade die Pilze und so weiter, weiß ich nicht. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Es hat vor allem jetzt nicht den krassen Vorteil. Ich habe übrigens herausgefunden, ob ich irgendwo einen Balken hätte für Ausdauer. Ich glaube allerdings nicht. Wir können sehr, sehr lange laufen tatsächlich. Oh, da ist wieder so ein. Ich wollte gerade sagen, da ist wieder so ein Kaiser. Der hat eine recht große Reichweite, oder? Oh, hält aber auch nicht so viel aus. Geht. Und wir kriegen Keramik. Wir bräuchten allerdings, wäre es mir lieber, wenn wir jetzt schnell noch unser Plastik kriegen würden. So, von hinten brauchen wir nur einen Schlag. Das ist schon mal ganz cool. Straße haben wir gefunden. Wir gehen mal da lang und dann hoffen, dass wir da den Verbindungsturm finden. Da ist wieder ein Reh. Ja, Rehe werden noch angegriffen von den Zombies. Ich nehme übrigens mal an, dass es Zombies sind. Ich weiß es nicht. Aber es sieht so zombie-mäßig aus. Eine Kreuzung. Ja. Oh, und hier würde man Gummi kriegen. Ich würde gerne noch das mit Elektronik basteln. So, nächster Funkturm. Mit Level 10 können wir noch zwischen den Funkturmen herreisen. Schön Forst erhalten. Sehr schön. Und die nächsten Verbindungstürme. Ja. Ist ganz cool gemacht tatsächlich. Kriegen wir hier, was kriegen wir denn raus, wenn wir das Ding hier... Metall wahrscheinlich, oder? Oh, Keramik und Metall. Hier kriegen wir Gummi raus, das haben wir ja schon gelernt. Meine Taschen sind gleich wieder voll. Ist hier irgendwo ein Lagerfeuer? Wir kriegen noch jetzt hier... Kriegen wir... Nö. Hätten wir nicht Lagerfeuer angezeigt bekommen sollen müssen?
Durch den Funkturm? Oder gibt es hier kein Lagerfeuer? Wer ist seltsam oder wer beschissen? Wenn es hier kein Lagerfeuer geben würde. Hier okay, können wir noch nicht zerlegen. Anderes Werkzeug nötig. Übrigens ist es noch nicht ganz übersetzt, merkt man ja. Na gut. Die Informationen, die wir allerdings durch das Radio bekommen, sind eh irrelevant. Ah, guck mal hier, Plastik tatsächlich. Das schöne viele Kisten. Was mich gerade ein bisschen stört oder irritiert ist, dass wir jetzt tatsächlich nichts frei... Oh, hier auch nochmal Plastik. Dass wir nichts freigeschalten bekommen haben. Können wir eigentlich sagen, ich würde gern... Ah, okay. Wir können tatsächlich sagen, weglegen. Und weglegen. Wir können dann das Plastik zumindest einsammeln, was uns zwei Weipen mehr bringt. Allerdings, wir haben jetzt tatsächlich kein Lagerfeuer freigeschalten. Also keine Sicht auf Lagerfeuer. Das ist ein bisschen doof. Das heißt, wir müssen die Straße zurücklatschen. Okay, dann latschen wir einmal zurück die Straße. Wenn es denn sein muss. Müssen dann ja nach unten und die Straße immer weiter entlang. Denn wir haben genug A, um unseren Rucksack zu upgraden. Wobei Elektronikteile fehlen mir jetzt noch ein paar. Dazu müssen wir allerdings in Häuser hauptsächlich. Ja, da ist es. Ganz ehrlich, lass mich hier durch. Und Käse. So, können wir das Zeug... Ah, guck mal, Sammler wieder bekommen. Level 7. So, können wir Verbände können... Nein, die will ich gar nicht upgraden. Plastik und Stofffetzen können wir auch upgraden. Wurfmesser, Keramik, Brechstange, Rucksack. Ein weiterer Slot dazu. Felle, Keramik und Eisen brauchen wir als nächstes. Und wir haben wieder einen weiteren Slot, den wir füllen können. Das ist natürlich schon cool. So, Tag 3 morgen. Das Verbindungsrelais, da fehlt uns jetzt leider noch Elektronik dafür. Elektronik. Naja, ich würde es mal hier neben der Kreuzung, glaube ich, probieren. In der Hoffnung, dass da vielleicht auch irgendwo dann mal ein Lagerfeuer kommt. Ab und zu steuert es sich tatsächlich noch ein bisschen arg schwammig. Es wird ja bald jetzt dann aus dem Early Access rauskommen, das Game. Sind wir richtig? Ja, wir sind richtig. Wird bald... Oh. Okay, wir gehen mal geradeaus. Es wird bald aus dem Early Access jetzt rauskommen, nächsten Wochen tatsächlich. Und da bin ich mal gespannt. Ein paar Fehler, ab und zu hakt man noch irgendwas. Haben wir vielleicht auch gesehen. Aber zum großen Teil funktioniert es sehr flüssig, muss man sagen. Was war das? Habt ihr das gerade gehört? Was war das denn? Was waren die denn für Geräusche? Hört sich an wie so eine mega kranke Lache. Okay. Okay, der geht dann direkt auf mich. Ah, das wäre so einer. Hi. Okay. Ah, können wir durchsuchen, auch wenn da das Zeug dran ist. So, Stofffetzen. Ich hätte gerne... Ah, okay, wir müssen nah genug ran. Ein Lagerfeuer hätte ich gerne. Da ist eine Tür. Was haben wir hier? Haltet euch fern, die Stadt ist verloren. So, Lagerfeuer entzünden. Ah, guck mal, hier ist auch wieder 7 von 10, okay. Hier ist auch dementsprechend... Komm hier rein. Und wieder eine Werkbank. Hi. Können wir auch hier wieder upgraden. Cool wäre tatsächlich irgendwie, keine Ahnung. Auto würde jetzt, glaube ich, es würde nicht passen, aber es wäre cool tatsächlich. Allerdings, man kann hier, man sieht ja die Straßen, die sind tatsächlich relativ zugemüllt mit allem drum und dran. Aber es wäre cool, wenn man noch irgendwie ein Auto sich zurechtbauen könnte oder sowas. Allerdings sind dafür die Straßen eher bescheiden. Ah, grüner Salat. Lernen wir jetzt mal Salat, das sind die Pflanzen mit essbaren Blättern. Yay. So, Elektronik brauchen wir. Keramik nehmen wir auch mit. Oh, hi. Hier kriegen wir Elektronik durch das Telefon beispielsweise. Sehr schön. Ich glaube, wir brauchen auch noch ein bisschen. Da ist wieder Keramik. Da ist eine Tür. Da ist... Ja, Keramik. Elektronik wäre noch ein bisschen was möglich. So, Keramikstoff. Mehr Elektronik. Plastik nehmen wir auch gerne mit.
Endboss, beziehungsweise es war der Endboss beim ersten Teil. Mittlerweile wird es wahrscheinlich ein normaler Gegner sein, kann ich mir vorstellen. Und wir sind tatsächlich in der Stadt gelandet. Hier steht er. Wir können mal versuchen, da vielleicht noch lang zu kommen. Erstmal. Ist das wieder eine Art Polizeistation? Okay, blockiert. Meistens führt dann ja ein anderer Weg irgendwo rein. Da ist er hier, der Dicke. Da ist auch alles blockiert, da ist auch alles... Was ist das hier? Ist das eine Karte? Was kommt jetzt? Nein! Zwillinge! Was? Ich will nicht gegen die kämpfen. Yay! Ich glaube, was das Spiel... Was ich will und was das Spiel will, ist relativ Wurst. Ja, okay. Ja, okay, würde gehen. Ist nur mega anstrengend, aber... Ja, immer einen mitgeben. Mitgeben. Mitgeben, wegrennen. Mitgeben, wegrennen. Ja, gut. Durch sie durchrennen, doofe Idee. Das ist schon schwer. Also, wäre ich jetzt ein bisschen darauf vorbereitet gewesen. Ich hätte Wurfmesser genommen, beispielsweise. Hätte erstmal damit ein bisschen Schaden gemacht. Wäre sinnvoller gewesen. Können wir... Und natürlich bessere Ausrüstung, gerade was ein bisschen mehr Schaden abhält, natürlich ist dann auch von Sinn, ist sinnvoll. Da lag aber sowas wie eine Landkarte auch. Das sah tatsächlich ganz cool aus hier. Das hier. Okay. Ich würde sagen, für die Folge war es das Ganze. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wobei, komm, ich kenne den noch. Was soll's. Sagen wir beide. Ach stimmt, der konnte ja das. Ich finde es fies, dass sie nämlich momentan die Kleinen hier zweimal wischen können. Er ist relativ easy. Ich würde gerne wechseln. Komm halt gerade nicht an ihn ran. Boah, er hat halt krank viel Lebenspunkte. Ja, ich glaube, wir können uns ablegen. Gute Frage. Würde das gehen? Okay, sie können keine... Er kann ja nicht durch den Busch, oder? Okay, so viel zu dem Thema. Was passiert, wenn ich mich jetzt ein Lagerfeuer setze? Gute Frage. Er ist weg. Cool. Klar, hier ist Respawn beispielsweise. Oder die Respawn natürlich wieder. Aber er wäre weg. Wir können mal ganz kurz gucken, herstellen nochmal. Mir fehlen, können wir auch mal anhaken, 6 Elektronik fehlt mir im Moment noch. Kleidung fehlt mir, Plastik, Stoff und Gummi. Können wir auch mal Herstellung anhaken. Herstellung anhaken, hier beispielsweise können wir abwählen. Erstmal irrelevant. Stoßdämpfer können wir herstellen. Accessoire, Geschwindigkeit beim Ausweichen, 7%. Joa. Sweatpants. Mit Stoff auch wieder. Wir müssten einfach mehr zerlegen. Man müsste sich tatsächlich mehr... Es ist nur ein Angezockt. Man müsste sich jetzt mehr Zeit nehmen. Müsste sagen, okay, komm, wir zerlegen noch das und das und das. Und so weiter und so fort. Das würde dann mehr... Ach, der sieht mich hier durch oder was? Also man müsste sich einfach mit der Umgebung ein bisschen auseinandersetzen. Viel mehr Dinge zerstören. Könnte sich dann dadurch upgraden. Was dann natürlich das ganze Game wieder um einiges leichter macht, wie jetzt ich hier, der relativ zügig hier von A nach B läuft. Er hat tatsächlich extremst viel Leben. Ich hätte eigentlich gerne nochmal das Ding gebaut, um das zu testen, wenn wir Elektronik haben. Aber tatsächlich, es kommt leider hier gerade relativ viel Elektronik, beziehungsweise die Stadt hier ist recht schwer zu spielen. Wir können höchstens mal nach da und dann darüber. Jetzt hat er sich wieder natürlich so gedreht, dass es...
Okay, das hat mir jetzt mal ein halbes Leben wieder gekostet. Wir können mal den Verband anlegen. Ah, okay. Oh, wir heilen uns einmal voll damit, aber wir können uns währenddessen nicht fast voll. Wir können uns währenddessen allerdings nicht bewegen. Ist hier irgendwas an der Elektronik? Ja, könnte zumindest... Okay, Dietrich. Dafür bräuchten wir einen Dietrich. Sammeln. Gewürze. Das hier ist Toilette. Hier hinten haben wir eine Waschmaschine, die wir noch nicht zerstören können. Keramik. Fernseher können wir zerstören. Ich hätte gerne noch die... Ich würde das gerne testen. Kriegen wir durch eine Lampe Elektronik? Nö, nicht wirklich. Was macht das Reh hier drin? Das ist ein bisschen irritierend. Hi. Okay, wir könnten sammeln. Oh, wir können mittlerweile auch tatsächlich die komplette Küche auseinandernehmen. Suchen. Kühlschrank. Tomate. So, Kochfeld. Tomaten, Maiskolben nach wie vor. Da ist nochmal Schrott drin. Waschbecken dürfte Metall bringen. Oh, und Eisen. Sehr schön. Achso, können wir Betten mittlerweile... Ja, Betten können wir auslernen. Sollte Stoff bringen. Genau, bringt Stoff und Metall. Aber Inventar schon wieder voll. Ein leidiges Thema. Aber mittlerweile tatsächlich so ein bisschen besser wird es vom Inventarplätzen her. Das kann man jetzt doch schon recht viel einsammeln, immerhin. So, hier den Stoff noch schön eingesammelt. Okay, bisschen Plastik bräuchten wir noch für eine Naturbursche. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Die nächste Folge wird wahrscheinlich die letzte Folge sein. Es ist ein Angezockt. Oder es soll ein Angezockt zumindest werden. Guck mal, hier kriegen wir Plastik raus. Es soll ein Angezockt werden. Ich würde es jetzt eigentlich nicht übertreiben. Deswegen ja, mal gucken. Gucken wir uns noch ganz kurz an. Was ist das hier? Das ist ein Wegschild, oder? Ruinen von... Ah, Ruinen. Interessant. Okay, ja, also wie gesagt, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Nächste Folge ist dann die letzte Folge erstmal. Gerne mal einen Kommentar da lassen, ob ihr das Spiel öfters noch oder ob ihr es mal sehen wollt als Let's Play und nicht nur als angezockt. Und dann gucken wir mal, ob wir es bringen oder nicht bringen. Vielen Dank auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht es gut.